Die kleine Hexe. Das leicht verhexte Schützenfest. Die Glocken klangen, die Böller knallten, die fröhlichen Leute fanden kaum Platz auf der Festwiese vor der Stadt. Die kleine Hexe hielt Ausschau nach Thomas und Vroni. Sie drängte sich durch die Menge. Der Rabe Abraxas drängte sich fast den Hals aus. Wo steckten die beiden nur? Die zwei saßen tief bekümmert hinter dem Festzelt. Dort fand sie die kleine Hexe nach langem Suchen. Nanu, rief sie kopfschüttelnd, solche Gesichter? Wie kann man am Schützenfest Sonntag solche Gesichter machen? Wir schon, sagte Thomas. Der Vater hat unseren Ochsen als Preis gestiftet. Den Ochsen Corbinian? Fragte die kleine Hexe. Ja, schluchzte Vroni, als Preis für den Schützenkönig. Und der wird ihn schlachten und braten lassen, versicherte Thomas. Und hinterher werden ihn alle Schützen gemeinsam aufessen. Wenn aber niemand den Ochsen gewinnen würde, meinte die kleine Hexe, es könnte ja sein. Das kann nicht sein, entgegnete Thomas. Ein Schützenfest ohne Schützenkönig, das gibt es nicht. Ach, es gibt so vieles, sagte die kleine Hexe. Sie hatte sich längst einen Plan gemacht. Kommt nur mit, es wird alles gut werden. Zögernd folgten die beiden der kleinen Hexe zurück auf den Festplatz. Dort rückten gerade die Schützen an. Vorneweg mit gezogenem Säbel marschierte der Hauptmann und hinterher trottete über und über mit Bändern und bunten Schleifen behangen der Ochse Corbinian. Hoch, riefen alle Leute und reckten die Hälse, denn alle wollten beim Königsschießen dabei sein und sehen, wer nun den Ochsen gewinnen würde. Abteilung, halt! Kommandierte der Schützenhauptmann. Dann ließ er die Musikanten auf ihrem Trompetentusch blasen. Ruhe! Der Hauptmann hält eine Ansprache, zischten die Leute. Ich habe die große Ehre, sagte der Hauptmann, Sie alle auf unserem Fest herzlich willkommen zu heißen. Unser besonderer Dank gilt in dieser Stunde dem Herrn Besitzer des Gasthofs zum doppelten Ochsen, der uns als Siegespreis einen lebenden Ochsen gestiftet hat. Hoch, riefen abermals die Leute. Hoch lebe der Ochsenwirt. Viva der edle Spender. Dann schwenkte der Schützenhauptmann den Säbel und sagte, hiermit erkläre ich unser Schützenfest für eröffnet. Am Ende der Festwiese stand eine hohe Stange. Daran war hoch droben ein hölzerner Adler befestigt. Den sollten die Schützen herunterschießen. Der Hauptmann schoss selbstverständlich als erster von allen und blitzte gewaltig daneben. Kann vorkommen, sagten die Leute. Beschämt trat der Hauptmann zurück. Nun war es am Fähnrich, sein Glück zu versuchen. Er zielte und schoss. Aber wiederum ging der Schuss daneben. Die Leute begannen zu schmunzeln. Bald lachten sie, dass einmal einer am Adler vorbeischoss. Das konnte ja vorkommen. Wenn aber alle Schüsse von allen Schützen daneben klatschten, so war das zum Totlachen. Hat es sowas schon mal gegeben? Unglaublich, brummte der Schützenhauptmann und kaute verlegen an seinem Schnurrbart. Er wäre vor Schande am liebsten in Grund und Boden versunken. Er ahnte ja nicht, dass die kleine Hexe ihm und den anderen Schützen die Gewehre verhext hatte. Aber die Ochsenwirtskinder, die ahnten es. Sie wurden mit jedem Schuss, der daneben ging, lustiger. Wunderbar, riefen sie, wunderbar. Als der letzte Schütze geschossen hatte, stupste die kleine Hexe den Thomas an. Jetzt geh du hin. Was soll ich dort? Schießen. Der Junge verstand. Er drängte sich vor auf den freien Platz vor der Stange. Ich werde den Adler herunterschießen. Du Knirps, rief der Schützenhauptmann und wollte ihn wieder wegschicken. Aber da lärmten die Leute, nein, er soll schießen, wir wollen es. Sie versprachen sich einen besonderen Spaß davon. Ärgerlich, sagte der Schützenhauptmann, von mir aus, er wird nicht viel Glück haben. Thomas ergriff eine Büchse.
Er legte an wie ein Alter und zielte. Die Leute hielten den Atem an. Sie stellten sich auf die Zehenspitzen und blickten gespannt nach dem Adler. Es blitzte, es knallte. Der Adler fiel von der Stange herunter und Thomas war Schützenkönig. Juhe, riefen alle und schwenkten die Hüte. Der Thomas soll leben, der Thomas vom Ochsenwirt hat den Ochsen gewonnen. Sie stürmten den Festplatz und hoben den glücklichen Schützen hoch. Auf den Ochsen mit ihm! Auf den Ochsen mit ihm! Mich auch, rief die Vroni. Komm rauf, sagte Thomas, es ist ja auch dein Ochse. Wenn es nach ihnen gegangen wäre, so hätten die beiden auch gleich noch die kleine Hexe heraufgeholt, auf den Rücken des Ochsen Corbinian. Aber die wollte nicht. Thomas und Vroni mussten allein auf dem Ochsen zur Stadt reiten. Vorneweg zog die Schützenkapelle und ließ einen lustigen Marsch nach dem anderen. Hinten nach folgten mit sauren Mienen der Hauptmann und seine Schützen. Die Leute winkten begeistert und riefen: Bravo, hoch lebe der Schützenkönig! Ein Herr von der Zeitung drängte sich unterwegs an die Kinder heran. Er schlug das Notizbuch auf, zuckte den Bleistift und fragte: Wann soll nun der Ochse gebraten werden? Der Ochse wird überhaupt nicht gebraten, entgegnete Thomas. Der kommt in den Stall und dort bleibt er. Die Glocken klangen, die Böller knallten und niemand bemerkte die kleine Hexe, die hinter dem Festzelt zufrieden auf ihrem Besen stieg und davonritt. Das ist dir mal wieder gelungen, lobte Abraxas. Ich denke, du hast deine Freitagshexerei damit wettgemacht.